Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Hero Challenge. Im letzten Part waren wir immer noch im Dekobon unterwegs und haben uns zum ersten Mal besiegen lassen. Zuallererst wollten wir jetzt erstmal ein paar Items sammeln und den Dungeon etwas genauer erkunden, bevor wir zum großen Boss kommen. Wir sehen schon, wir haben ja mittlerweile die Steinschleuder, die Dekostäbe und auch die Dekonutze bekommen. Und damit wollen wir jetzt hier durchschlagen. So, Moment. Jetzt sind wir beim letzten Mal hier angekommen. Und da kommt direkt ein Vogelviecher von uns zu. Oder auch nicht. Hallo. Ich kann es von hier unten ganz schlecht sehen. Ist mir auch egal. Kämmen wir uns hier irgendwie durch. Hallo. Na. Zack. Ist mir auch egal. So, was kommt mir entgegen? Nix, ne? Nee. Die haben keinen Bock. So, Navi hat immer so ein bisschen Probleme beim Fixieren, merke ich auch gerade. Oh, das liegt an mir. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, ich mag es nicht, wenn da irgendwelche Fledermäuse oben rumflattern. Ich kann die nicht sehen von hier aus. Okay, jedenfalls muss ich jetzt hier unten lang. Das ist die erste Aufgabe. Wir haben ja schon im letzten Part ein bisschen aufgeräumt, wie ihr noch wisst. So, was machen wir hier jetzt am besten? Ein bisschen vor Ordnung sorgen. So, Moment. Wo bin ich hier? Oh, oh, oh. Das klingt schon mal gar nicht gut. So, Moment. Fixier den auch bitte mal. Dankeschön. Ja, fast. So, nochmal. Jetzt kriegen wir es hin. Schieß mich ab. So, mein Freund. Na? Ich gebe auch persönlich den Dekoschild hier rüber. Ah, okay. Das ist für den Fall, falls der Dekoschild verlieren sollte oder so. 50 Rubine. Ist ein bisschen teuer, ne? Nö. Da verschwinde ich besser. Und tschüss. Greift uns erst an, das Aas, ne? Ist ja auch eine Sache hier. So. Kannst du natürlich auch besiegen, ohne Munition zu verlieren. Das habe ich eben schon probiert, weil ich musste ja erstmal wieder hier hinlaufen. Das finde ich auch so ein bisschen blöd tatsächlich an der Legend of Zelda hier. Also in Ocarina of Time vor allen Dingen. Weil wenn man mitten im Dungeon speichert, dann landet man, wenn man dann wieder ankommen möchte, also wenn man wieder starten möchte im Spiel, dann landet man wieder direkt am Anfang des Dungeons. Und das finde ich ein bisschen blöd. Dann muss man den ganzen Weg, den man schon gelaufen ist, wieder zurücklaufen. Finde ich ein bisschen mühselig. Okay. Stell dich vor den Steinbock und halte A gedrückt, so kannst du ihn ziehen oder schieben. Das weiß ich. Auch zum Hinaufklettern musst du dich von dem Block stellen. A, wenn du Kreis in Richtung des Steinbocks bewegst und auf dem Block klettern. Das Aktionssymbol. Navi, wie sie lebt und lebt, als hätten wir es schon längst mal gemacht. So, das war nicht der Raum, den wir schon kennen. Und da konnten wir zuerst nicht in diese Stelle hin, wo wir jetzt uns gerade befinden. Dementsprechend müssen wir jetzt mal diesen Block hier runterschieben. Dann können wir uns zwischen diesen verschiedenen Ebenen herumbewegen, wie wir möchten. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch da lang. Und wir brauchen jetzt diese Fackel da, die Fackel da, das Feuer, um mit einer Fackel hier rüber zu kommen, um dann dieses Netz zu zerstören. Und sonst kommen wir nicht nach unten. Das wird ja witzig. Okay, hier gibt es eine Dekokerne. Ich achte auch immer schön darauf, dass meine Munition hier vollständig ist. Das ist wichtig für mich, wie ich finde. Wuhu! So, mein Freund. Hallo. Erstmal muss ich ganz kurz die Monster hier besiegen, obwohl die sind ja ganz schnell wieder da, glaube ich, ne? Also, das ist recht problematisch, glaube ich. Rubine. Ganze 80 Stück haben wir schon. Jetzt muss ich da irgendwie hinkommen. Okay, schaffen wir das durch diese... bei diesen Viechern dann durch? Na, ich glaube nicht. Da müssen wir gar nicht lang, ne? Wir können auch diesen Weg nehmen. So. Hinauf. So. Schnell, links, schnell. Und haut zu. Jawohl. Wuhu. So, das wäre erledigt. Wo lande ich denn dann? Wasser. Okay. Sonst noch was zu tun hier? Ich glaube nicht, ne? Truhe haben wir geöffnet. Okay, da Wasser ist. Wuhu! Können wir auch das machen. Yay! So, sonst kriegen wir dann keinen Schaden. Hier sind sogar noch Herzen, das ist gut. So. Ach, jetzt kommen diese Viecher. Ah, natürlich. Wie gingen die noch? Die haben wir, glaube ich, 2, 3, 1, ne? War das, glaube ich? 2, 3, 1? Lass mich in Ruhe. 2, 3, 1. Dann müssen wir jetzt in die Mitte erstmal ausschalten. So, mein Freund. Schieß. Nicht die anderen. So. 2. 3. Schieß. 3. So, und der letzte. So, fixier bitte. Flop. Das erledigt? Doch falsch. Oh, shit. Leider falsch. Okay. Wir müssen in einer bestimmten Reihenfolge diese Viecher hier besiegen. Ich dachte, 2, 3, 1 wäre richtig. Dann war die anders hier, oder wie? Oder waren wir zu langsam? Halt's Maul. Ich probier's nochmal. So, komm schon. Hallo. Flop. So, beeilen. Schieß, Kollege. Schieß. Oder irre ich mich hier? Komm. Schießen. Los. Schieß. Nee, das war echt falsch. Okay. Dann liegt es nicht daran, dass es jetzt langsam war. Ja, schieß doch gerne gleichzeitig. Ist kein Problem. Dann war das anders. Es gab auch irgendwo so ein Viech, was diesen Tipp geben sollte. Aber ich weiß nicht. Ich probiere es mal in einer anderen Reihenfolge.
Vielleicht ist es in Master Quest einfach komplett anders. Au! Da kam überraschend. Ich mache jetzt mal 3, 2, 1. Ist mir auch egal. Irgendeine Kombination muss ja funktionieren. Hallo? Na? Also ich muss alle drei irgendwie nacheinander besiegen. Aber die Reihenfolge ist auch falsch. Okay. Moment. Mal ganz kurz ein Herz. Wenn schon, denn schon. Ja, schießt noch in Ruhe. So, 1, 2, 3 wollte ich sagen. 2, 3, 1, 3, 2, 1. Das muss ja 1, 2, 3 sein, oder? Oder 2, 1, 3. Das kann natürlich auch sein. So, schieß, Kollege. 2. So, bitte mal einmal kurz wenden. Ach, Navi. Fixier mal ordentlich. 2, 1. So, und? Nee. Das ist auch falsch. Mache ich was falsch grundsätzlich? Oh, das habe ich nicht sehen können. Machen wir halt einfach 1, 2, 3. Ist uns auch egal. Irgendwas muss so funktionieren. So, fast zweifach erwischt hier. So, komm, schieß. Nicht du. Komm schon. So, und du. Schieß. Komm schon. Jetzt. Das ist alles falsch. Das kann doch nicht sein. 2, 3, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1 hätte ich noch nie, ne? 1, 2, 3 halte ich jetzt. 2, 1, 3. Ich hatte doch jetzt alle Kombinationen durch, oder irre ich mich gerade? Bin ich blöd? Ich glaube schon. Dann würde ich sagen, ich mache mal Folgendes gleich. Erstmal hole ich mir einen kurzen Herz. So, da ich die Reihenfolge anscheinend nicht richtig kenne, muss ich doch einmal nachgucken im Internet. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. So, das war gekonnt, ne? Okay, ganz kurz Moment, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder und dann soll ich das Rätsel hoffentlich gelöst haben. Alles klar, bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe nachgeschaut und tatsächlich, es gibt immer noch eine feste Reihenfolge, aber ich habe es geschafft, genau die falsche nicht... Also zumindest genau die richtige nicht zu nehmen. Ich habe immer die falsche genommen. So, erst ganz links. So, lass mich in Ruhe. Dann ganz rechts. Hallo. Und dann den in der Mitte. So. Also, so wie ich das sehe, ist das genau andersrum als im Original. Oder habe ich mich da komplett geirrt? Vor allem, was sie da für komische Geräusche machen. So, mein Freund. Hab dich. Und damit auch gefangen, wenn ich dich anvisiere. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? Also ich meinte immer 2, 3, 1 und nicht 1, 3, 2. Das war, glaube ich, anders, oder? Oder bin ich gerade total plemplem? Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt die richtige Reihenfolge gefunden. Ich habe bisher immer die falsche gewählt. Also das war die einzige, die noch fehlte, glaube ich. Bist du ein Hellseher? So sei es denn, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Betäube sie. Begebe die Königin. Schande über mich. Die Spinnenkönigin, okay. Geht mir hin, kommen wir weiter. Aber wir haben jetzt auch ein Geheimnis des Bosses dann... erfahren können. Und ich glaube, wir sind schon da, ne? Ja, tatsächlich. Wir sind beim Boss. So, und wo wir gerade dabei waren zum Thema Betäuben, würde ich sagen, setze ich einmal die Dekonüsse bei mir rein. In mein Inventar. Und nutze die gleich für das Ding da oben. Hohoho. Plopp. Und damit war's das. Und was ist da oben? Das sieht mir stark nach dem Gegner aus. Hallo? Hallo? Kommst du runter? Irgendwie nicht, ne? Im Moment. Wie kann ich dich runterholen? Ach so, ich muss auf dich gucken. Gepanzerter Spinnenparasit, Goma! Unser erster Bossgegner. Flop! Und direkt betäubt mit einer wunderschönen Dekonuss. Und ich hau auf dich rauf, mein Freund. Und da haut das Ding einfach ab. Ich bin bereit. Nee, so funktioniert es noch nicht. Schade. Moment. Ich muss ein bisschen ausprobieren. So vielleicht? Nö. So. Ha. Erwischt, mein Freund. Okay, wenn er dabei ist, irgendwas aufzuladen. Also ich glaube, seine Goma-Babys dann loszulassen. Und dann war es das schon. Das war easy. Und damit zerfällt Goma und hinterlässt einen Herzcontainer. Aber den, wie ihr wisst, dürfen wir nicht einsammeln, denn wir spielen ja im Handy Hero Challenge. Das war gerade echt einfach. Ich habe noch nie Goma so schnell erledigen können und dabei spielst du zum ersten Mal Master Quest. Okay, eben gerade als das Ding nach oben ging, da wollte es, glaube ich, Goma-Eiers legen, wenn ich mich nicht irre. Wenn es dabei ist, die wirklich aufzuladen, dann muss man das Ding wirklich mit dem Deko-Kern auch wirklich besiegen. Und zumindest erstmal angreifen. Das Schwert hat das Rest gemacht. Das war einfach. Ich würde so gerne das Herz da mitnehmen, aber ich kann nicht. Mein Herzcontainer. Nein. Egal. Teleportieren wir uns zurück. Denn der Fluch vom Dekobaum ist jetzt genommen.
Danke, Scotty. Vielen Dank fürs Beamen. Und sogar ganz draußen. Aus dem Baum heraus. Hab Dank, Capgo. Der Dekobaum mit offenem Mund. Arr! Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Nein, doch. Wie kommt denn der Auswahl überhaupt? Egal. So. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Schön. Vor Tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Göttinnen. Mit den jeweiligen schönen Farben. Die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes. Supernova. Wow, Licht. Und Blitze und Stein. Dean! Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Haha. Nairu! Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Ah, deswegen kann ich denken. Oh, cool. Farore! Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Nachdem es die Weisheit gab, das macht vollkommen Sinn. Ach, deswegen sind wir alle so dumm. Erst die Weisheit, dann kamen die Menschen erst. Als der Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Himmel. Und explodierten. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Und jetzt stehe ich hier. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Wir sitzen da ganz gechillt. Okay, cool, ja, okay. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Damit will ich sagen, du warst viel zu langsam, du bist verdammt dumm. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Nö, mach ich nicht. Ja, genau das sagt mein Ausdruck auch gerade. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Ja, die kennen jetzt zu Genüge. Jetzt wissen wir auch endlich unsere Mission. Warum müssen wir das denn machen? Du bist des Landes letzte Hoffnung. Ja, warum? Capgo, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Sie ist auch ein Junge? Was? Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Oh, Licht, Licht. Schick. Yay. Immerhin einen kleinen Schatz geholt. Und schön grün. Passt ja auch zu uns. Der Kokiri-Smaragd. Der Dekobaum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Capco. Ich weiß, du hast die Kraft. Dachte, ich hatte den Mut. Die Kraft hat jemand anderes, egal. Navi, hilf Capco, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Geh mir endlich aus den Augen. Ich ersuche dich. Navi, so lebt denn.
Wohl. Und damit verstarb der Dekobaum. Lass uns also zum Schloss von Hyrule aufbrechen, Capco. Ist er gerade gestorben? Ach, ist mir scheißegal. Leb wohl, weiser Dekobaum. Tschüssikowski. Tschüss. Hui. Okay. Das zu unserer Mission. Und damit sind wir zurück. War da gerade nicht Mido? Ja, doch. Wie macht er das? Er ist ein Werk Gottes, um Gottes Willen. Hey Capco, was hast du getan? Der Dinkelbaum, ist er tot? Woher weißt du das? Wie konntest du das nur zulassen? Es ist alles deine Schuld. Ich bin beleidigt. Und er macht sich schon wieder... Egal, es ist mir ja vollkommen egal. So, ja, wir sollen uns jetzt zum Schloss aufmachen. Das heißt, wir müssen erstmal in die komplett andere Richtung. Die Frage ist, sind wir denn überhaupt bereit dafür? Naja, eigentlich haben wir jetzt alles an Munition und so weiter, was wir brauchen. Ansonsten, ja, ist uns noch was zu tun? Eigentlich nicht. Wir können auch noch ein bisschen Geld farmen, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Hui! Ansonsten ist nichts zu tun. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt auf Richtung Schloss. Das heißt, wir können jetzt endlich mal die Außenwelt erkunden, was einem Kokiro, Kokiro, genau, richtig, an Kokiri eigentlich gar nicht erlaubt ist. Die Weltbewohner sollten Kokiri nicht verlassen. Aber wir dürfen das, denn, naja, wir sind ja ein ganz besonderer Kokiri, kann man so sehen, ne? Also, raus mit uns in die weite Welt. Auf eine Brücke. Jawohl. Oh, du verlässt uns? Kommst du denn her? Du hast gerade auch das Kokiri-Wald verlassen, ne? Sehe ich richtig, ne? Na gut. Egal. Sonu? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Capco. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Mhm. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Nö. Na egal. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Sieht aus wie ein kleines Schiff. Egal. Sie ist wunderschön. Dum, 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 dum. Wie wir gucken. Was ist das denn? Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Berühre auf dem unteren Bildschirm Bild, um sie zum Spiel hervorzuholen. Betätige L, Y, X, A und R, um verschiedene Noten und damit eine Melodie zu spielen. Drücke B, um aufzuhören und neu zu beginnen. Na gut. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Sie liebt uns. Na gut. Ja, okay. Du bist gruselig. Tschüss! Na gut. Na dann. Auf in die weite Welt von Hyrule. Das war ja schön. Na gut. Und damit sind wir nun hier. Auf dem Hyrule-Feld mit ganz vielen Orten. Die Ebene von Hyrule. Und die gibt's viel, viel, viel zu erkunden. Was haben wir da Schönes? Na gut, das werden wir heute alles noch sehen. Naja, heute nicht unbedingt, aber vielleicht in der nächsten Zeit. So, und wir sind da. Doch, wir sind nicht alleine, Leute. Das werdet ihr gleich sehen. Dum, bum, bam, bam, bam. So sind wir hier. Und da ist ein komischer Schatten. Seht ihr den auch? Was bist du denn? Um Gottes Willen. Okay. Sei willkommen! Bist du bereit, Capco? Es scheint, dass du nun die Zeit gekommen ist, dass der Abenteuer beginnen soll. Und so, ne? Ihr weißt schon. Ach so, okay. Ich dachte eben schon, dass... Also ja, das Textfeld eben übrigens ist automatisch weitergelaufen. Ich dachte, ich muss jetzt schnell lesen hier. Aber egal. Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen, diesen komischen Mann. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf unbekannte Wegen, so benutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Aha. Berühre auf dem unteren Bildschirm irgendwas, um den Kartenbildschirm aufzurufen. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem Hinweise, welche Orte du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja, dass der automatisch auf Nein bleibt, ne? Auch schön. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Wer auch immer du bist, aber egal. Vielen Dank, du komische Eule. Tschüss. Na gut, was soll's. Okay, Leute, damit sind wir jetzt offiziell auf der Ebene von Hyrule und wir sollen jetzt zum Schloss. Das wird ein langer Weg, aber ist mir recht egal. Ich würde auch gerade sagen, das war's für heute eher gesagt. Denn eigentlich ist die Zeit schon vorbei. Dementsprechend, es wird sogar schon dunkel langsam. Okay, dann machen wir uns im nächsten Part auf Richtung... Ich find's mit der Kamera so blöd. Egal. Wir machen zum nächsten Part auf Richtung
Schloss von Hyrule. Dort sollen wir die Prinzessin treffen. Und mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Vielleicht weiß sie ja mehr als wir. Und dann können wir uns um unser Schicksal mal ein bisschen austauschen. Und es wird rot. Oh, cool. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.